Ja, hallo, mein Name ist Dr. Achim Bretzinger, Fachtierarzt für Fische. Ich möchte euch heute mal ein bisschen näher bringen, die Funktionsweise von dem sogenannten Rieselfilter, warum dieser Filtertyp so besonders gut ist und was die Hintergründe sind. Hier sehen wir einen in Benutzung gerade, schön kaschiert, man sieht nur den Wasserrücklauf. Ja, und weil wir heute im Showroom bei einem Koi-Händler uns befinden, könnte ich natürlich hier mal ein bisschen was über einen Rieselfilter erzählen. Ich bin ganz, ganz großer Fan von Rieselfiltern im Allgemeinen, weil diese Dinger natürlich viele, viele Vorzüge besitzen. Zum Beispiel ist es so, dass sie unschlagbar sind, wenn es darum geht, Ammonium über Nitrit zu Nitrat zu oxidieren. Die nehmen sich automatisch so viel Sauerstoff aus der Luft heraus, indem das Wasser von oben nach unten durch das Filtermaterial, da kann man alles Mögliche nehmen, hier Hightech oder einfach irgendwelche porösen Glas- oder mineralischen Röhrchen, kann man verschiedene Filtermatten, Japanmatten, alles Mögliche einbringen. Und das wird einfach in diese Behälter gesetzt und das Wasser rieselt von oben nach unten durch. Man kann ohne Probleme die Behälter mal rausnehmen, schön durchwaschen. Vor allen Dingen wichtig, dass je feiner das Material ist, auch immer in Säckchen reingepackt wird oder größere Säcke, dass man das auch gut reinigen kann. Also das ist vom Prinzip her eine ganz, ganz tolle Sache. Hat natürlich den Nachteil, damit das Rieselfiltersystem funktioniert, der muss oberhalb der Wasseroberfläche stehen und insofern steht das Ding irgendwo im Weg rum. Das heißt, man versucht es entweder hinter einem Busch oder einer anderen Geschichte im Garten zu verstecken oder man kann möglicherweise um diesen Rieselfilter noch ein schönes Dekorationselement bauen mit irgendwelchen Bambusmatten, mit Holz, mit Stein, ein Mäuerchen oder ähnliches, sodass dann nur, vielleicht will ich es mal zeigen, den Auslass von diesem Filter unten, ein oder zwei Rohre, wo nachher das Wasser wieder unten rauskommt. Hier ist es zu sehen, sodass tatsächlich das Wasser dann nur noch zum Teich zurückgeleitet werden muss. Also eine ganz tolle Geschichte für die Teiche vor allen Dingen, die feststellen, wenn sie 2, 3, 4 Jahre im Betrieb sind und man im Sommer mal ein bisschen mehr Futter gibt und siehe da, Ammonium, vor allen Dingen der Nitrit, ist am Ansteigen. Man kann gar nicht so viel füttern, ohne dass die Stickstoffverbindungen ansteigen, wie man gerne möchte. Dann kann man natürlich so einen Rieselfilter den Sommer über einfach zusätzlich mit einer Extrapumpe in Betrieb nehmen und damit das ganze Biofiltersystem, ohne einen Riesenumbau machen zu müssen, noch etwas aufpimpen. Ja, heute habe ich euch mal Vor- und Nachteile von einem Rieselfilter ein bisschen versucht näher zu bringen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr dazu Fragen habt oder Anregungen. Auf andere Filtersysteme möchte ich gerne zu einem anderen Zeitpunkt eingehen. Bis dahin. Klickt gerne wieder rein bei meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Facebook-Seite. Tschüss!